Bei Simpsons spricht ja eh eine Person irgendwie 20 Leute. Bah, guck mal, gesehen. Anzug. Ob ich tagsüber hier einfach rein darf? Ja, anscheinend arbeitet keiner. Du. Wann treten Sie auf der Hauptbühne auf, Madam? Ah, da ist Schimus Brieftasche. Willst du dir noch einen Furz-Cocktail mischen? Prösterchen! Belle Tette! Belle Tette! Kann jetzt grad nicht reden, ich bin DJ in einem Stripclub! Okay, das ist gar kein schlechter Drink. Und jetzt kriegst du ein Selfie mit dem DJ vom Stripclub. Warum läuft da eine Frau zwischen? Okay, nix für ungut wegen diesem fiesen Drink vorhin. Und du erinnerst mich an mein Enkelkind. Na dann los. Erstmal schön Bilder machen mit Leuten aus dem Stripclub. Warum nicht? Oh, echt hübsch. Muss ich dich kennen? Aber ich kann mit dir nicht reden. Im Restroom müssen wir wahrscheinlich nicht rein, weil wir waren da ja in der Nacht schon. Artis Anal Strippers, Locally Sourced Girls. Genauso wie wir ja in dem Laden schon waren. Hallo, wo sind die blöden Viecher? Kann ich von Nutz, behilflich sein? Ah, Moment, wir können eben kurz in der Schule das Bild aufhängen von dem Typen. Bitteschön. Dankeschön. Vom Polizeitherapeuten. Ach, da oben ist das. Haben wir da überhaupt eine Chance hinzukommen? Wahrscheinlich sagen mir alle hier, komm später wieder. Ja, Treppe können wir im Moment nicht erreichen. Okay, dann später. Wohin des Wegs? Auf, zurück. Lustigerweise müssen wir zu deinem Haus. Ziehen wir das durch? Rennen ja. Lieber schnell. Bitteschön. Warum reite ich nicht auf seinem Rücken wie normale Kinder? Hey!
willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Verdammt! In der Falle, Schmulian! Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Dich mach ich fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Sehr schön. Also ob jetzt die Spezialfähigkeit Mikroaggression erkennen. Schießt los! Hier stellt sich nichts in den Weg, Blitzfreak. Das wird wehtun. Mikroaggression. Das könnte brennen. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ich bin jetzt dran. Ja! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Geiler Scheiß. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Beeilen wir uns. Keine Gegner in der Nähe. Gute Nacht. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Ja, das hast du verdient. Wuhu, wir haben es geschafft. Also diese Plus-Crit-Geschichte ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Geplatzte Pissbomben. Danke, dass du dieses Sechsklässler fertig gemacht hast. Ich will nicht ins Detail gehen, aber die Worte vernichten und Pussy lösen bei mir eine starke negative Reaktion aus. Wir können dieses Rätsel lösen. Das ist ein Klacks für Captain Diabetes. Bin mal gespannt, was für andere Fähigkeiten wir noch erlangen werden mit der Zeit. Bis später. Und jetzt Reise in der Zeit zurück. Supernova-Anzug. Wir müssen in die Toys-Kiste reingucken. Hey, Schatz, schön dich zu sehen. Echt schön. Ruhe, Kiffervater. Wenn wenigstens ein Prozentpunkt mehr wäre da drauf. Emo-Ponys. Man sieht nichts. Boah, und ich habe heute noch eine Bewertung gelesen. Oh, es gibt ja gar keine Kostüme. Dabei sind ja diesmal bedeutend mehr Kostüme als im ersten Teil. Weil es einfach spielelementar ist. Wird eh Zeit, mal wieder sein Image zu verändern.
Das sieht aus wie so eine mexikanische Ringermaske. El que pasa. Was war das nochmal? Netzdeck. Moment, Netzdeckanzug. So eher der IT-Crowd-Anzug. Ah ja, Supernova-Anzug ist gar nicht gar mal so schlecht. So. Captain Supernova. Hey, Schatz, dein Vater. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ach, den hatten wir schon. Bist du aus dem Zirkus entlaufen? Am liebsten mag ich, wenn sie Elefanten auspeitschen. Nee, das finde ich jetzt nicht so geil. Oh, guck mal. Das ist ein Klack für Captain. Aber wobei hilft mir das? Ah, dahinter ist ein Versteck. Ach, um an die Kiste hier zu kommen. Sturmanzug. Der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich red erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Piu. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Etwa so? Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Hohe Schmerzgrenze DNA, Mutantenstärke DNA, übermenschliche Treffergenauigkeit DNA. Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Wähle deinen DNS-Platz und drücke A, um dir verfügbare Stränge anzeigen zu lassen. Das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Also die Mutantenstärke hat keinerlei negativen Auswirkungen auf mich. Achso, ich sehe links, wie das meine Kräfte beeinflusst. Übermenschliche Treffergenauigkeit wäre eigentlich das Beste, aber dann halte ich weniger aus. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße.
Alles klar, hast du's kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Hey! 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 Welche Medizin soll ich jetzt holen? Ach, scheiße, wisst ihr? Oh, wo hatten wir denn nochmal den Safe gefunden? Wir waren in einem Haus, wo ein Safe war. Ach. Verflucht nochmal. Ach, das war das schwierige Klo. Weil behindertengerecht. Da muss ich mir erstmal anders hinsetzen. In Butters Haus war er safe, sagt der Chat. Go, 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 drück, drück, drück. Aber ich hab schon zu wenig. Oder? Ich bin irgendwie... Ich finde das letzte sehr schwer. Mit dem einen drehen, mit dem anderen hoch runter gehen. Darum muss ich mir einen Freund suchen, der mir hilft. Geh zu Medical Fried Chicken. Benutze die Gasse. Begib dich zu Medical Fried Chicken. Weil normalerweise dürfen wir da ja nicht rein. Weil da gibt es auch Drogen zur medizinischen Behandlung. Hey du, hier spricht Human Kite. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Ist schon wieder sein Cousin da? Können wir auf dem Weg in Butters Haus reingehen und den Safe öffnen? Oder auch nicht. Ah, dafür gibt es einen Verbündeten, der irgendwie die Sachen aufmacht. Naja, das Bild haben wir schon mal runtergeschlagen. Ah, hier kommen wir jetzt auch an die Sachen dran. Ruf deinen Scott, damit er für dich sauschwere Sachen wie das hier umwirft. Er hilft dir gern. Er ist Scott? Nein, das ist doch Mr. Diabetes. Diabetes? Und los geht's! Bis später. Juhu. Umgekehrter Lotus. Kolossanzug. Mussten wir eigentlich nicht
Ah nee, mussten wir nicht machen. Randy mal sagen, dass er seinen Wagen selbst zerkratzt hat. Ach ja, dem Opa die Kondome noch geben. Du hast was mitgebracht, Billy. Mach ein Foto mit deinem Opa, Billy. Hatten ja zwischendurch Kondome gekauft. Damit Opa Marsch mit uns was macht. Du bist besser als dein Tunichgut von Vater. Schaff deine Fürze hier raus, du furzender Scheißdurchtitler. Vergiss es, Scheißhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Macht. Ich warte nur drauf, dass der Kaffee und der China-Fraß wirken. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber mein Auto war heute nicht zerkratzt. Also komm her, du kriegst ein Selfie. Super. Hat irgendwer meinen Schlüssel gesehen? Das ist das richtige Haus. Komm, Mizi! Ich guck nur, ob es noch was gibt. Hau ab, Sechsklässler. Gut, dass du da bist. Hier drüben. Im Hinterhof. Spielt schön zusammen, ja? Inklusion ist das Motto des Tages, Kinder. Naja, Inklusion ist jetzt auch nicht das Wahre. Bin wieder da! Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf! Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbingkind? Diese Barriere ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. Wie ein Blitz. Blitzfreak ist unsichtbar. Augen auf! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Platz für den Kuhn. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich weiß, dass ich's vermasseln werde, aber gut. Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Alter, der hat... Auf sie, Wunderarsch. Der hat einen Orbit-Laser. Diabetes-Time. Wir können Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. So kriegen wir den. Vorsicht, ich will meine Vorerkrankungen nicht noch verschlimmern. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Okay, ich werde etwas Verrücktes versuchen. Haltet euch fest! Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Du hast deine eigene Verteidigung beschädigt. Dann mal los! Zeit für Diabetesangriff. Oh, verdammt! Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Oh, jetzt reicht's aber! Okay, jetzt reicht's. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Hikmael Shiginger! Möge die Kraft des Windes meinen Drachen in die Lippen... Ah, er hat dich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt in den Baum, Cousin Kyle! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel Cousin.
Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Was, was, was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an. Auf sie, Tante Sheila! Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Nein? Phew. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Hier kommt der Kuhn. Ah! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal Manieren lernen! Ja, yeah, Tante Sheila! Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch schlag ich tot! Boah! Mom, beruhige dich! Bleibt von meinem Bubele weg, ihr kleinen Monster! Vorsicht, Captain! Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste! Ach, wir müssen alle besiegen jetzt. Nutze die Macht, die dir in der Nacht gegeben wurde, als dein Vater deine Mutter fickte. Und du es nicht verhindert hast. Legt euch mit meinem Neffen an und ich scheiß auf eure Spielregeln. Verstanden? Ha, schon wieder Stromschläge? Eins, zwei, Diabetes! Ah, ja. Hey, hör sofort auf! Passt gut auf, jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen! Nicht übel, aber Diabetes ist zäh! Und ab die Post! Zeit, deine Mutter umzunieten. Die Macht von Kuhn and Friends. Diese trockene Kälte ist Gift für meine Nebenhöhlen. Jaut! Mir ist so kalt. Vorsicht, ich bin elektrisiert. Willkommen in Kuhntau. Toll, jetzt wo ich nichts wo ich das nicht gebraucht habe. Ich dachte, ich hätte auch den kleinen Bruslowski töten müssen. Ach, der Dreide der Rache. Und ein weiterer großer Platz freigeschaltet. Mom, alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht, Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Ach, Kacke. Wie kriegen wir den da runter? Ach so, ich muss erst den anderen auswählen dann. Oh, hey, klasse Idee. Ah, jetzt kann ich mit ihm. Ja. Verdammt. Ach, krass. Nächster Versuch.
Furzparcours. Wow, wow. Ein Traum. Dein Arsch steckt voller Überraschungen. Arsch so. Wir haben es geschafft. Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein. Aber wie kommen wir jetzt wieder runter? Ach so, wieder furzen. Ich habe gar kein Bremsfurztriebwerk aktiviert. Ich nenne es Furzkur. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkur schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Warum muss ich ihn denn dabei mitnehmen? Oh klar, du willst jetzt was in den sozialen Medien posten. Gut.